Ja, also ich habe mich zwar wirklich bemüht und ich werde mich auch bemühen, mich ganz strenger an die Ordnung meiner Slides zu halten. Ich garantiere darüber nicht, weil manche Themen betreffen mich einfach und da bin ich enthusiastisch und dann kann das schon einmal ein Slide ein bisschen später kommen, wobei ich über das früher gesprochen habe. Bitte nicht daran stören, man findet die Slides dann auf Slideshare.net. Da stelle ich sie dann auch später mal via Twitter online und man findet sie überall, wie auch immer. Mein Name ist eben Monika Thonsohn, ich bin Wienerin, lebe seit mehr als 30 Jahren in der Diaspora in einem also in einem österreichischen Bundesland, habe sehr, sehr lange am Dorf gelebt und lebe jetzt wieder in einer Landeshauptstadt, die übrigens, und das ist der Unterschied zu vielen deutschen Städten, zu 90% öffentliches WLAN anbietet. Also solltet ihr je dort auf Besuch kommen, ihr braucht euch nicht wirklich eine Karte kaufen, damit ihr ins Internet kommen könnt. Man findet mich auf der texto.de oder im Forum wpd.org, auch manchmal im support.de WordPress, Forum.org oder die Forum WordPress.org oder so. Ja, und sonst halt meistens unter Monika oder Monika TS, so auch auf Twitter. Zu mir und in meinem Hintergrund, ich mache seit 12 Jahren Websites mit WordPress. Und man holt mich meist, wenn es darum geht, Webprojekte mit WordPress umzusetzen, die vorhanden sind, die umgeändert werden sollen oder wie auch immer. Das heißt, ich arbeite sehr viel mit Themes. Wenn es sein muss, programmiere ich auch selbst. Tue das nicht sehr gerne, aber tue es, kann es auch. Nutze sehr gerne Vorhandenes und für manche ist das auch von Relevanz, also ich bin viel in der On-Page-Optimierung daheim. Das brauche ich, ich brauche auch sehr oft, man nennt das auch technisches SEO, wobei dieses Kürzel SEO natürlich sehr negativ besetzt ist für viele, aber wie auch immer. Mein Thema heute sind natürlich, für jeden Techniker ist es klar, eine falsche Formulierung und genau deswegen so gewählt, Actions und Hooks im Theme. Super, total, falsch oder notwendiges Übel. Und da gibt es ja eine Geschichte dazu. Das ist nochmal, wo man mich findet, auf der texto.de. Hooks. Also ich mag einfach fragen, gibt es jemanden von euch hier drinnen, der nicht weiß, was ein Hook in einem Film ist? Also dann versuche ich das ganz kurz praktisch zu erklären. Also ich habe hier einen Hook. Biologischerweise, nämlich meinen Hals. Ja? Das ist eine technische Möglichkeit. Und auf diese technische Möglichkeit, die hat auch eine gewisse Funktion. Also wenn ich da fest drauf drücke, kriege ich einfach keine Luft mehr. Ja? Man kann da eine Funktion damit verbauen. Und wenn so etwas da ist, dann kann ich da einfach etwas Buntes drumherum tun. Das wäre dann eine Aktion. Eine Action. Und wenn ich etwas filtern will, dann mache ich aus diesem bunten Schal, ich ändere den bunten Schal zu einem Kleidungsstück. Ja? Also das ist die Kurzfassung. Ein Hook ist ein Platz, wo etwas stattfinden kann, wo man eingreifen kann. Ganz laienhaft formuliert, weil die Programmiererinnen wissen, was ein Hook ist. Und für die anderen erkläre ich es so, ist natürlich verkürzt und nicht tausendprozentig richtig. Aber man verwendet Hooks, weil man doch die Originaldateien von WordPress selber nicht ändern sollte. Und jede halbwegs gescheite Programmierung bietet dann eben so Anknüpfungspunkte, so Hooks an, wo man Actions machen kann dann, wo etwas passiert oder wo man mit Filter etwas verändert, was da ist. Ja? Die bekanntesten, die ich auch hier auf dem Slide stehen habe, sind wp-head, wp-footer und natürlich auch für die Kommentare. Das sind die, die in jedem Theme einfach da sind und die WordPress korrekt einfach da sind. Ja? Und mit einem Filter, den brauche ich dann, wenn ich zum Beispiel eine spezielle CSS-Klasse zu einem HTML-Tag dazugeben will, wenn ich da was rausfiltern will, wenn ich einen Text von Ich bin gut, auf wir alle sind gut ändern will, ja, dann benutze ich einen Filter. Es gibt im Codex von WordPress jede Menge Dokumentation über alle vorhandenen Hooks, über Actions und über Filters. Und
sehr, sehr oft höre ich, ich habe da ein Snippet gefunden, wo passt man denn das hin? Ne? Und dann kommt es eben darauf an, ob das das Richtige dafür ist. Ein Beispiel aus unserer, zumindest auch aus meiner Praxis, die so täglich passiert. Ich habe ein Theme, das mir zu 99,9% einfach geil gefällt. Und das hat aber die Meta-Angaben oberhalb der Überschrift. Dann kommt die Überschrift und dann kämen weiter drunter die Kategorien, in die es gespeichert ist. Und dann stellt man fest, wir würden das ganz gerne ändern. Die Meta-Angaben stören hier. Posted on, Datum, Autor soll nicht komplett weg, also nicht ja oder nein, sondern an einem anderen Platz. Und die Kategorien ebenfalls. Und im Laufe der Zeit, ich meine, Child Themes kann WordPress schon sehr, sehr lange, aber bekannt wurden sie eigentlich erst als geschäftsmäßige Theme-Verkäufer, das unter die Leute brachten, weil sie dann drauf kommen, sie können noch schneller und besser verkaufen. Also es wurde nicht von WordPress-Entwicklern gefördert. Und heute noch gibt es diesen Impetus, dass ein Child-Theme dazu ist, Kleinigkeiten zu verändern. Jetzt ist für einen Programmierer etwas eine andere Kleinigkeit als für unsere Kunden. Ja? Also ich weiß ja, wie viele Programmierer oder wie viele professionelle Entwickler und Entwicklerinnen so hellhörig werden, wenn in der Jobbörse vom Forum WPT.org als Überschrift kommt, ich brauche nur eine Kleinigkeit. Ja? Drunter kommt dann, ich brauche nur einen ganz einfachen Member-Bereich. Ja? Und ich will ja nur ein ganz einfaches Intranet mit Dokumentenverwaltung. Also mehr will ich ja nicht. Ja? Das ist eine Kleinigkeit. Ne? Gut. Also um dieses, das heißt, was bedeutet es, wenn auf den offiziellen Seiten von WordPress steht und auch beim Theme Review Team, ein Child Theme ist für Änderungen, für kleine Änderungen. Das ist dieses Klein, lässt ja sehr viel Spielraum offen, nicht? Und selbst ich stelle fest, also eigentlich müsste es doch eine ganz einfache Kleinigkeit sein, diese Meta-Angaben hier bei diesem Theme an einem anderen Ort zu geben. Ich will es ja nicht weg. Ich meine, ich weiß schon, in der Realität geben wir im Forum als Antwort, mach Display Nonne. Ja, weil das ist das Einzige, was die Leute im CSS-Bereich hinschreiben können, Customizer, weil sie ja nicht CSS können. Und ja, also das ist die praktische, schnelle Support-Lösung, aber das ist ja nicht wirklich eine Lösung. Ne? Ja. Möglichkeiten dafür. Die absolut korrekten Möglichkeiten, die wir haben, ist, die ja auch vom WordPress derzeit gefördert werden, überschreibe im Child Theme die Templates. Also dieses Theme, was ich dazu vorhin gebracht habe, das ist Storefront, auch von WooCommerce, damit ich diese Meta-Angaben hier ändern kann, müsste ich ganz, ganz tief irgendwo drin eine Datei in meinem Child Theme im richtigen Ordner ändern. Ja? Wenn ich jetzt blöderweise ein anderes Theme habe, dann brauche ich, um alleine diese drei Dinge zu ändern, drei Templates, die ich im Child Theme ändern muss. Wenn ich sie dann noch woanders hinstellen mag, nämlich unterhalb des Contents, brauche ich wieder mindestens zwei Templates und schlussendlich habe ich fünf der Content-Templates überschrieben, um im Child Theme die einfache Kleinigkeit wegzuhaben, dass ich die Meta-Angaben von oben nach unten stelle. Und irgendwann habe ich dann so viele Templates im Child Theme, dass ein Child Theme sich eigentlich ad absurdum führt. Und die andere Möglichkeit, die angeboten werden könnte, auch offiziell werden könnte, wären Hooks. Wenn Hooks angeboten werden, dann hätte ich zum Beispiel im Child Theme eine Style CSS und eine Functions PHP und würde mit diesen wenigen Angaben, natürlich die Funktionen, die dazugehören, habe ich jetzt da nicht dazu geschrieben, ja? Würde ich mit diesen wenigen Angaben nicht Templates überschreiben, sondern die Meta-Angaben einfach dort oben ausklinken und unten reinklinken. Diese Möglichkeit hätte ich, wenn es Hooks gäbe. Die Realität.
Also der richtige WordPress-Weg, um nochmal zu sagen, wäre Templates zu überschreiben. Child-Theme-Dilemma lande ich dann. Ich habe irgendwann so viele Templates überschrieben, dass es eigentlich sinnlos ist, ein Child-Theme zu machen. Was aber in der Realität ja nicht passiert. Weil der Kunde oder auch wir selber darauf beharren, wir haben doch um 59 Euro auf Code CanyonNet dieses Theme gekauft und da wird Update angeboten und es muss ja update-sicher sein. Weil ich wollte ja nur eine Kleinigkeit ändern. Ja? Mittlerweile habe ich 12 Theme-Dateien im Child-Theme drin und habe natürlich noch jede Menge CSN-Änderungen, die auf die Performance knallen, weil ich ja trotzdem zweimal das alles ausliefere. Aber ich wollte ja nur eine Kleinigkeit ändern. Das ist der eine. Es gibt auch zurzeit schon ein Child-Theme-Check-Plugin, das dieses Dilemma der Nicht-Update-Fähigkeit ein bisschen versucht aufzugreifen. Aber wer tut sich schon wirklich die Mühe, jedes Mal nach einem Update wirklich die Dateien zu verändern und vor allen Dingen die Versionsnummer des Child-Themes an die Versionsnummer des Parent-Themes anzugleichen, damit auch dieses Plugin arbeiten kann? Die Praxis. Wir haben ja, wenn ich mir die Praxis anschaue, dann haben wir einfach ganz eine Unmenge an Theme-Verkaufsstellen. Ob ich das jetzt für klug, nicht klug finde, ist eine völlig andere Geschichte. Ich kann das frank und frei so erzählen, weil ich keine Theme-Verkäuferin bin. Also ich schwärze da jetzt niemanden als Mitbewerber an, ja? Sondern das ist ein Fakt. Und ein Fakt ist, dass diese Themes Hooks nutzen und eine Tatsache ist, dass jedes Theme andere nutzt. Das heißt, wenn ich selbst so als ganz normaler Programmierer Storyfront nicht kenne und ich will das ändern, muss ich mich zuerst durch eine Dokumentation von 75 Hook-Möglichkeiten einlesen, um den richtigen zu finden. Weil weder in der Single-PHP noch sonst irgendwo finde ich den wirklichen Inhalt, der ausgeliefert wird, sondern da wird mir nur immer der Wegweiser, wo ich es dann schlussendlich finde. Und das ist ja nur eine Möglichkeit. Da gibt es die Themes von Themify, da gibt es die Themes von dort. Alle haben, es ist ein kunterbuntes Gewusel. Es ist die Realität momentan. Und nicht alle haben so eine tolle Dokumentation wie Storefront. Das muss man ja auch dazu sagen. Manchmal ist es einfach nicht dokumentiert, weil man ja nicht will. Und unsere Enduser reagieren dann so. Weil wenn man ein ganz ehrlicher Entwickler ist und wenn man sich nicht selber bescheißt, muss man zum Kunden sagen, du willst mir das weg. Im Normalfall würde ich jetzt einfach die Content-PHP überschreiben im Child-Theme, aber bei diesem Theme ist es nicht möglich. Ich muss mich zu den Hooks durcharbeiten irgendwann. Und keiner von uns kann von 30, 40, 50, 60 Theme-Anbietern die Hooks auswendig im Kopf haben. Also ich habe Hochachtung vor jedem, der es hat. Ich glaube es nicht. Ja? Weil bei irgendeinem Versionssprung sind die wieder Makulatur. Jetzt kann man, und das ist natürlich auch eine Sache, wenn man ganz streng der WordPress-Philosophie folgt, sagen die natürlich, Hooks haben in den Theme einfach nichts verloren, das ist eine Geschichte für Plugins. Ein Theme, das kaufe ich, weil es mir gefällt und die Kleinigkeit, die ich daran ändern will, ist die Überschrift nicht in Gelb, sondern in Rot und das Background nicht in Lila, sondern in Blue und ich will mein Logo oben drauf. Das ist aber schon lange nicht mehr die Realität. Und selbst der Sprung zu den Child-Themes hat doch nur zur Folge, wir haben jetzt sogar die Single-Custom-Post-Type-Single-Einzel-Url-Slug-PHP-Template. Ja, das kommt mit 4.4. In 4.3, glaube ich, kam die Singular-PHP. Ja? Wir haben ja wirklich eine unendliche Möglichkeit an Templates. Ich finde es auch fantastisch, ich nutze die exzessiv. Aber ich finde es sinnlos, in einem Child-Theme das zu tun. Also da, selbst wenn ich es tue manchmal, weil Kunden das so viel von mir verlangen, muss ich feststellen, es ist eigentlich sinnlos. Ich habe 90% der Templates ausgetauscht. Aber das Theme muss updatefähig bleiben, weil das steht irgendwo. Ja? Und wenn so viele schreiben, ist das einfach richtig. Nicht? Und jetzt kann ich als Missionarin durch die Gegend laufen oder sagen, ich bin Geschäftsfrau. Aber das ist, unsere End-User reagieren so.
Wir als Entwickler tun so wie die Japaner. Das ist ein Foto aus dem japanischen Garten in Marzahn, Berlin. Wer den nicht kennt, empfehle ich auf alle Fälle, sich diese Gärten der Welt anzusehen. Das ist so ein Werbeeinschub, kann ich machen. Und ich fand das so faszinierend. Diese weißen Steine hier sind der Hauptweg. Und man könnte glauben, dass dieser eingeschobene Balken da wegen irgendeines Defekts entstanden ist. Nix, die haben den unregelmäßig den ganzen Weg entlang. Also die durchbrechen eine ganz simple Ordnung mit einem durchgehenden Stein, den sie reinbringen. Ja? Und machen somit die Abgegrenztheit eines Weges wieder offen. Während was tun wir Entwickler? Wir suchen ständig praktikable Möglichkeiten, so frei nach dem österreichischen Weg. Ein Gesetz ist da, mit welchen Möglichkeiten kann man es legal hintergehen. Das habe ich mich jetzt nicht zu sagen getraut. Das sage ich, traue ich mich nur im kleinen Kreis zu wiederholen. Ja? Und jetzt gibt es seit langem, also seit über 2012, vielleicht begann schon 2011, so der Gedanke, wie wäre es denn, wenn es Hooks gäbe, die quasi fast in jedem Theme gleich wären. Die quasi auch WordPress-Standardweg werden würden, täten, könnten. Ja? Dann würden sich ja auch zum Teil sehr viele Plugin-Autoren leichter tun. Ja? Die müssten dann nicht 100.000 etwaige Dinge abfragen, sondern die könnten sich auf was beziehen. Und wenn ich mir jetzt die großen Bereiche anschaue, die wir auf einer Seite haben, dann haben wir den HTML-Header, da habe ich WP-Head. Ob ich jetzt wirklich mit dem schon auskomme, aber ich habe zumindest mal was. Ja? Dann habe ich den sichtbaren Header, dann habe ich den Inhalt, dann habe ich Seitenleiste, ob die daneben ist oder unten, ist ja egal. Und dann habe ich den HTML-Footer und den sichtbaren Footer-Bereich. Und dazwischen etwa ich die Kommentare. Und da wäre es doch schön, wenn es da einfach wirklich, anstatt so wie hier, Do Actions, Storefront Page Before oder Page After, das findet man in Storefront Templates in jedem. Man muss ganz tief reingrapschen, bis man das anders findet. Wenn da stünde WP Page Before und WP Page After, so quasi ein Synonym für offizielle Hooks, wo ich meine Aktionen und Filter reinsetzen kann. Wäre doch schön, wenn es mal ein Standard-Theme gäbe, wo das so wäre. Ja? Dann würde zumindest in meiner Denke und in meiner Vorstellung von Theme-Entwicklung auch Child-Theme wieder eine andere Funktion bekommen. Nämlich die, dass ich dort wirklich nur eine Style-CSS und eine Functions-PHP brauche, weil ich damit dann auch wirklich Dinge mich einfach wo reinhängen kann. Ja? Weil deswegen, weil ich ein Sonderangebot unter dem sichtbaren HTML-Header haben mag, mag ich ja nicht ein komplett anderes Design. Ich will nur dort schnell was reinschreiben. Oder ich möchte vielleicht im oberhalb des Footer-Bereichs nochmal eine Widget-Reihe. Okay, gut. Aber deswegen muss ich ja nicht das ganze Theme wegschmeißen oder zig Template-Dateien ändern. Warum darf ich mich da nicht reinhängen? Ja? Die Functions PHP eines Child Themes ist nicht die des Parent Themes, sondern die ist zu Beginn sowieso leer. Also wenn du das hättest, müsstest du aber trotzdem die Functions PHP. Des Child Themes in der Functions PHP meine Änderung reinschreiben. Das, was ich da reinhängen will, müsste dort hinein. Ich könnte es natürlich dann auch als Plugin programmieren. Das ist eine Sache, was ich da rein tue. Und ob das im Ablauf dessen, wie WordPress Template und Plugins lädt, was wo sinnvoll ist. Das wäre dann so quasi die Königsdisziplin. Die habe ich jetzt nicht besprochen. Ja? Ich rede also von der pragmatischen Regelung. Ja? Die Königsdisziplin wäre es. Ich kann das nicht nochmal, weil ich als Grafiker bin, ich kann in die Tanzmaschine nach den Dinge reinschreiben, die man mir irgendwie gibt und sagt, packt das hinter das Wort und dann packt das meistens auf. Und
kann mir aber solche Functions nicht selber überlegen. Ich kann aber, wenn ich ein Template finde, wo meine Metadaten dort sind, die Zeile ausschneiden und sie hinter die Headline. Das verstehe ich, genau. Das verstehe ich auch. Wenn ich jetzt bei meinem Beispiel bleibe, ich könnte auf der Texto.de Tutorial machen, was es ja auch gibt, im sehr zerstreut. Wie kann man zum Beispiel dieses kostenfreie Freem Storefront mit all seinen Hooks und Möglichkeiten, wie kann ich da wo was ändern? Da habe ich schnell meinen Artikel mit 48 Punkten. Aber wenn du nicht genau dieses Theme nutzt, nutzt dir das nichts, weil das nächste Theme seine Hooks ganz anders nennt. Okay, also das würde auch und drum wäre, genau, weil dann wäre, du könntest, es würde sich irgendjemanden geben, der wieder irgendwo ein Snippet frei herschenkt und das würde sich immer auf solche Hooks beziehen, die dann verallgemeinert sind. Ja? Was noch nicht bedeutet, dass du nicht Gefahr läufst, dass du dir einen doofen Code holst, weil du es nicht überprüfen kannst. Das ist ja, genauso wie ich mich nie in die Typografie-Mischung einmischen werde, ja, weil ich da auch sicher zwei falsche Schriften erwische. Also ja, das ist ein Fakt, muss ich ja nicht abstreiten. Ja. Aber das wäre ja eine tolle Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die es ist, es gibt eben seit 2012 eine Gruppierung, also vielleicht nicht gerade die Menge an Probierten, aber immerhin welche, die wir auch kennen, wie in Konstantin Obenland oder in Frank Bülke, die der Meinung sind, es wäre doch total super, wenn wir in der Zwischenzeit uns in unserer Theme-Entwicklung quasi Standard-Hooks holen und die immer verwenden und promoten und fördern. Ja? Das ist doch genauso wie mit diesem Plugin mit den adaptiven Bildern. Erst wenn eine riesige Wucht an Menschen mitteilt, wir wollen das im Chor haben, wird es dann möglich. Ja? Manchmal werden sogar auch Möglichkeiten dann im Chor geschaffen, wo der Plugin-Programmierer sagt, ich bin so wahnsinnig froh, dass ich dieses Plugin zusammengebracht habe, aber bitte erwartet nicht, dass ich es chorfähig mache. Ja? Also, aber gäbe ja, es wäre zum Überlegen. Und zwar, ich habe hier, das ist dann auch zum Anlinken, es gibt also diese Hook-Allianz und die haben also zurzeit dieses Kürzel THA, aber die sagen, in all unseren Themes hast du diese Möglichkeiten an Hooks, wir geben die in unsere Theme rein, was du auch immer dann damit machst. Aber es sind in all unseren Themes, die sich zu dieser Allianz bekennen, immer dieselben Hooks. Also immer dieselben Plätze. Ja? Einige Themes, die das zurzeit bereits haben, ist eben Bootstrap von Obenland Konstantin, wird auch noch immer weiterhin gepflegt. Auf der GitHub-Seite findet man etliche Themes, die quasi auch aufgegeben wurden, die zwar mal programmiert wurden, aber meint seit 2012 ist ja eine ewige Zeit. Ja? Also ist ja nicht so. Das heißt, wenn man sich dieses Theme als Vorbild nimmt, findet man da drin die Datei dieser Allianz und man hat die Hooks, die da dazugehören. Genauso auch das ganz simple Dokumentations-Theme von Frank Bültke, das es nur auf seinem GitHub-Account gibt. Ja, also der hat das auch noch drauf. Und bei all dem schlussendlich stellt sich eben so aber die prinzipielle Frage, womit arbeitest du einfach lieber? Ist es dir einfach vertrauter, ein Child-Theme zu machen, wo du 25 Templates änderst? Weil das im Arbeitsalltag einfach drin ist, ja? Weil es vertrauter ist, weil man ja, wenn man einen gewissen Kundenstamm hat, entweder haben die bevorzugte Themes oder man hat sich selber seine, also ich habe meine 4 Standard-Themes. Ich gehe nicht davon aus, selbst wenn jemand individuelle Theme-Arbeit anbietet, dass er die wirklich jedes Mal von null weg neu macht. Also ich hoffe nicht, ja? Wenn man nur ein bisschen wirtschaftlich denkt. Ja? Aber ich selbst nutze in meine Themes, die ich für meine Kunden mache, ebenfalls Hooks. Also, oder es ist aber auch diese prinzipielle Entscheidung, diese Hooks sollte es nur für Plugins geben. Aber wenn die in Theme drin sind, dann könnte ich sie ja auch mit einem Plugin beservicen. Aber ich kann keine Plugins nutzen, wenn es nicht im Theme drin ist. Also ich kann da nichts drüber tun, wenn das nicht da wäre.
ist einfach so. Ja? Und das ist so eine prinzipielle Frage, wo es natürlich davon ausgeht, ich kann nur sagen, was ich als praktikabler betrachte und langfristig gesehen irgendwie den, zumindest in meiner Denke, der Filmentwicklung sichereren Weg. Wenn sich viele dafür einsetzen, dass es irgendwann mal im Chor diese festen Hookplätze gibt, auch für Films. Weil man kann ja nicht sagen, das gibt's nicht, weil WP hat die Kommentare und WP Fooder haben sie. Und wenn ich bitte gar schön adaptive Bilder während des Speicherns reinschicke, dann kann ich auch nicht davon sagen, es wird nichts gefiltert. Also dann wurde ja von diesem abgegangen. Und ob ich ein Interface dann für den User baue, das an einen Customizer hängt, Filmify macht das ja bereits. Gut, die nutzen nicht einen Customizer, aber die bieten eine Oberfläche, wo man die vorhandenen Hooks in den Filmify-Films mit Drag and Drop bestücken kann. Aber das heißt zurzeit, es baut halt jeder sein Krüppchen und Süppchen. Ja? Und ich bin mir sicher, selbst Filmanbieter wären ja wahnsinnig glücklich, wenn sie, wenn es einen Standard gäbe. Deswegen verlieren die ja keine Kunden. Ja? Es würde ja sogar einen Markt eröffnen. Von mir kriegst du die supergeilen Plugins, wie du die Standardfilms mit 3 Klicks in 5 Minuten selber ändern kannst. Ja? Ja, das war's mit quasi dieser, nicht schlussendlich so ist der richtige Weg, sondern wie ich gesagt habe, zum Diskutieren, mal vorzuzeigen, wie könnte es sein, möchte ich beenden. Ja, und wenn jetzt noch wer Fragen hat, es ist ein offener Schluss, weil es gibt ja noch keine fixe Lösung, außer dass ich dazu verführen mag, sich diese Film-Hook-Allianz mal anzugucken. Und vielleicht dann, wie all diese wunderbaren Dinge heißen, jemanden zu bequatschen, der jemanden kennt, der mit einem Chefentwickler beieinander ist, wo man das vielleicht ein bisschen schneller promoten könnte. Also in Österreich würde ich sagen, wenn wer kennt, der wem kennt, der wieder wem kennt und er ist glücklich damit, soll er das nutzen. Ja, gibt es dazu noch irgendwelche Fragen über Performance von Hooks oder ob das wirklich sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist? Ich rede aus der ganz pragmatischen Entwickler, Filmentwickler Arbeit. Was ich gut fand, war, dass du es aufgehängt hast an etwas, was man wirklich dauert. Also die Metadaten irgendwo anders hinstellen oder ausschalten. Ich kann auch nur aus der Erfahrung ergänzen, ich arbeite mit Genesis, das ist ein kommerzieller Anbieter, die aber nur mit Hooks und Filtern eigentlich arbeiten, weil die die Philosophie haben, mit 50 Template-Dateien zu jonglieren, ist nicht zu entwickeln im Alltag, aus den Gründen, die du genannt hast. Mhm. Und ich kann es seit 5 Jahren auch nur so bestätigen und bin deshalb eigentlich verwundert, warum man viele Versuche, Hooks zu implementieren und Standard-Hooks immer wieder abblockt. Ich kann die Argumentation auch nicht verstehen, die von den Entwicklern oder von dem Core-Team verfolgt wird. Aber es hat ja jeder die Möglichkeit, in seiner eigenen Arbeit Hooks zu verwenden. Genau, und man kann ja manchmal die Revolution von unten. Ne? Ja, ja. Also ein sehr starker Vertreter, der ein Gegner dieser Hooks ist, das ist Justin Tedlock, der ja sagt, also schon alleine aus Respekt vor dem Theme-Designer hat man quasi wirklich nur Kleinigkeiten zu ändern. Ja, ich kann natürlich sagen, und ich hoffe, du bist nicht böse, ich verstehe das schon, ich arbeite sehr oft mit Grafikerinnen und Grafikern zusammen und die kriegen jedes Mal die Persönlichkeitskrise, wenn ich sage, dieser Teil muss weg, weil er funktioniert nicht. Ja? Das ist das Erleben, vielleicht auch, weil ich doch hier und da sehr staubtrocken bin. Ja, auch wenn man mich im Support-Forum sehr geduldig erlebt, kann ich ja nicht umhin. Ja? Ich bin 1, 2, 3, jetzt ist Deadline und jetzt ziehen wir es durch. Und wenn ich dann sage, dann erleben die das aber so, wie ich würde jetzt ihr Werk zerstören. Wenn ich jetzt aber natürlich ein Filmautor bin, der, was weiß ich, wie die Krise.at, ja, seine Films verkauft und der würde sagen, ich biete keine Veränderungsmöglichkeiten an, weil du doch sonst mein Werk zerstörst. Hätte der vermutlich nicht Millionengeschäft auf Code Canyon gemacht. Ja? Also das sind ja Fakten. Ja? Und
Klar, WordPress ist im Mainstream angekommen. Das beste Beispiel kam über Xing. Ich habe mir WordPress heruntergeholt und ich kann es nicht installieren, weil es keine Exe-Datei hat. Das ist ein Zeichen, dass es im Mainstream angekommen ist. Oder wie es erst diese Woche im Forum WPD.org war, ich habe WordPress installiert, es hat alles super geklappt. Ich habe meine 5 Seiten veröffentlicht und weil ich die veröffentlicht hatte, habe ich WordPress wieder gelöscht, weil ich es ja nicht mehr brauche. Wieso funktioniert jetzt nichts mehr? Und so sehr wir darüber lachen, ist das natürlich ein Fakt, wenn jemand etwas macht, dessen Systematik er nicht im Kopf hat. Wenn ich habe versucht noch, ich glaube knapp bevor ich weggefahren bin, zu erklären, du hast einen Motor, du hast eine Maschine, du hast ein Lenkrad, du hast ein Chassis, du hast einen Mercedes-Stern vorne drauf, einen Fahrer und einen Beifahrer, du hast einen Motor du hast gestartet und weil es jetzt läuft, baut nebenbei wer einen Motor und die Maschine aus. WordPress ist Motor, Maschine, ist natürlich total verkürzt, ja. Du bist der Fahrer und der Beifahrer, ja, das ist der Inhalt. Und der Mercedes-Stern und das andere ist der Lack und die Farbe, das ist das Theme. Und wenn du einen Teil davon wegnimmst, ist es tot. Ja? Ist kein Framework, mit dem ich HTML-Seiten hochjag, ja? Die keine HTML-Endung haben. Und die, die das verstehen wollen, die HTML-Endung. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Ja, wenn sonst so keine Fragen mehr zu den Hooks und Actions gibt, kann ich euch bitte. Vielleicht noch eine Bemerkung, dass ja auch dieses Überstrapazieren von Schreibstils umzusprechen scheint, dass ja, dass man sich einmal die Programmierung des Schreibstils auf das Tagesziel verlässt und das abgeleitet wird, kann es leider passieren, dass das Design nicht mehr stimmt hinterher. Das ist mir ein, zwei Mal schon passiert und da weiß ich, wo die Ursachen liegen, ja, letztendlich. Man irgendwas im Design nicht verlassen, ich habe unten auch das da Design, die Einstellung ist. Ja. Und bei so einem könnte das eigentlich nicht mehr passieren. Ja. Es sei denn, der schmeißt das Hook den Hook raus. Das kann Genau, immer noch sein. ja, Ja. genau, das kann immer noch Das sieht man sein. natürlich immer noch alt aus. Das ist immer noch so oder. Oder es verändern sich nur irgendwelche Angaben, dass das, was ich reingegeben habe, nicht mehr passt. Ja? Das ist natürlich klar, aber ich sage immer, ein Child Theme ist natürlich von seinen Eltern abhängig. Aber ich bin da ganz Pragmatikerin, also ich bin Mutter, neben der Tatsache, dass ich Entwicklerin bin. Meine Kinder waren eine gewisse Zeit sehr, sehr abhängig von mir. Ja? Sie wurden immer weniger abhängig von mir. Und irgendwann wird die Zeit kommen, wo sich das umdreht. Ja? Und noch schwieriger wird es, wenn ich jetzt dann weitergehe zu meinen beiden Enkelinnen. Weil es gibt ja schon Tendenzen zu fragen, wieso kann ein Child Theme kein Child Theme haben? Und da muss ich sagen, wenn ich so ganz pragmatisch aus meinem Lebensalltag denke, kann das nicht mehr funktionieren. Weil das, was ich ja schön empfinde, hoffentlich meine Enkelinnen nicht hundertprozentig teilen. Weil sonst hätte es ja keine Entwicklung gegeben in der. Ja, ich hoffe ja nicht, dass die dieselben Werte wie ich leben. Wobei ich natürlich auch wiederum hoffe, dass sie nicht diese gegenteiligen Werte wie ich leben. Ja. Das ist immer so dieser Zwiespalt, diese Abhängigkeit und Nichtabhängigkeit. Ja, und laufen lassen und nicht laufen lassen. Und irgendwann müssen halt die Kinder auch damit klarkommen, dass es einen Break gibt. Ne? Das war, als meine beiden erwachsen waren und ich ihnen sagte, okay, gut, ich trenne mich von eurem Vater. Das ist ein Break. Ja? Aber das, also einfach das, was auch in der Programmiererei passiert, versuche ich immer auch mit dem, wie es im Alltag ist, haptischer zu machen. Ja? Ja, dann sage ich ganz, ganz herzlich Danke, freue mich. Und wie gesagt, wenn es wirklich noch Fragen, weitere Diskussionen gäbe, auch an euch. Ja?